So, jetzt sind wir wieder mit Ton da. PlayStation hat ein bisschen abgespackt. Ton war einfach weg. Ich habe auch nichts mehr gehört. Also weder mich noch sonst was. Ich bleibe jetzt hier nur bei dem Speicherpunkt hier vorne. Weil die Nutzer sind tatsächlich im Moment zu stark. Und ich kann es ehrlich sagen, hätte ich niemals gedacht. Ich dachte, ich habe. Das Problem ist, ich habe einfach keine Phönixfeder mitgenommen. Live and let live! Eine einzige. Nicht eine einzige. Das ist halt scheiße. Ich möchte euch ja nicht mal diese Omega-Grotte zeigen. Und dann werden wir jetzt. Weil ich habe abgeschlossen hier zum Spielen. Ganz ehrlich. Allein schon dieses 200 Mal hintereinander. Ohne Unterbrechung musst du. Ich hab gesagt, ich habe echt keine Lust mehr. Ich möchte jetzt das Finale erleben, Spaß haben. So leid es mir als Spiel. Ich habe mir noch richtig viele Sachen rausgeschrieben, was ich machen möchte. Zu bekommen, dann fällt mir noch das Cross drin. Weil ich glaube, das will ich mir dann schreiben. Nicht mehr jetzt während der Aufnahme. Ich würde sagen, das würde ich jetzt schon direkt weitermachen. Bisschen Gas geben. The final showdown. Weil die Omega-Grotte ist doch tatsächlich zu stark. Nach Bikanel. Hätte ich selbst jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt schon das mache. Diesen Buch habe ich vergessen. Y und A. Dann ist es so im Nebenbei. Was ihr auch nicht wisst, ich spiele nebenbei gerade nochmal Final Fantasy 10. Und zwar war ich bei dem Flugschiff bei Albertsheim, nämlich zwei Bücher übersehen habe. Deshalb bis dahin hole ich jetzt alle Bücher nebenbei und werde einfach das dann hier runterladen, dass ich diese Bücher alle haben werde. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit. Kanell. Hier fehlen mir auch noch Monster. Okay. So you like that? Das könnte noch. Weil wir dieses Null-Monster-Ding nicht haben, dauert das natürlich noch länger. Leute, Leute, Leute. Das könnte schlimme Folgen haben. Called Booyah! Ja, nur Walker kann die machen. Ist klar.
erste Kaktor. Wir müssen einen Kaktorstein finden. Kaktor, Kaktor, wo bist du? Das einzig Gute ist halt, ich kann derzeit jetzt hier und sich fangen. Das Problem an der Geschichte ist, ich darf nicht zu weit laufen, weil ich That's how it's done. Und dann wieder mit uns gingen. Weil ich möchte ihn nicht nochmal herausfordern, ganz ehrlich. I won't go so easy on you next time. Hier nochmal trainieren oder so, bringt mir nichts. Zu wenig AP. Ich will mal EP sagen. Hier rechts ist, glaube ich, gleich die erste Kaktusstatue irgendwo auf der Seite. Oder nicht? Ich bin wahrscheinlich im falschen Feld. Okay, der Muschel-Fuschel fällt uns. Die Kaktoren müssen wir jetzt sowieso 10 Stück besiegen, von daher passt das ja. Und jetzt haben wir so. Man merkt halt, ich kämpfe meistens jetzt mit denen, die haben halt die größte Stärke. Und dann geht's am schnellsten. Und außerdem die Käfig. It's over. Okay, nächster Sandwurm gefangen. I'm good, ja? Ja, ich bin kein Erreger. Ich glaube, in der nächsten Map ist das. Da können wir das lustige Kaktoren spielen. Hier, der nächste Kaktor. Woohoo! Sag ich doch. Und das Spiel ist dann eigentlich ganz witzig. Ich weiß nicht, wie dieses Kinderspiel heißt. Aber der Kaktor dreht sich um und guckt auf dich. Wenn er dich sieht und dich bewegst, ist das Spiel verloren. Wenn du dann stehen bleibst, dann dreht er sich wieder um. Und sobald er sich umdreht und nicht mehr in die Richtung guckt, müssen wir weiterlaufen. Wie heißt denn dieses Spiel? Nein, heißt es nicht. Es heißt irgendwie anders. Okay, da hinten ist der blöde Mann, aber hier rechts. Das wäre ein Schufuschu, den brauchen wir. Okay, jetzt brauchen wir keinen. Heißt, uns fehlt noch Montisaurus und Sandwurm. Montisaurus ist der riesige, ekelhafte Vogel. Mein Nerv. Der hässlich ist. Take that! Aber ich will auf jeden Fall den zweiten Spielstand bis zum Albertsheim spielen, bevor wir dann da drüben ins Finale. Also den Sinn werde ich jetzt in der nächsten Folge machen. In der nächsten Folge werden wir tatsächlich den Sinn einführen. Muss ich sowieso, weil ich dann nicht erst in der Umschau zum Beispiel freischalten kann. Das würde ich nebenbei auch gerne machen. Einfach nur möglichst viel von diesem Spiel mit. Lahme Thomas geht Wasser holen. Folge eine Weile. Das Land der Kaktoren. Die Kaktoren kontrollieren durch Sphären den Sand und schützen durch ihr Land. Sie werden deshalb Wächter genannt. Wenn alle 10 Sphären sich in ihrem Sitz befinden, dem Steinmonument präsentiert werden, öffnet sich der Weg in ihr Land. Die Frage ist jetzt natürlich nur. Wo ist die Kaktoren?
dieses Maul. Aber das kann nicht. So, und die ist auch nicht. Weil wir sind ja hier bei den Starken. Die müssen doch ehrlich auch spawnen. Wieder ein. I'm on a roll! Weil alles, was wir nicht mehr tun müssen, kann ich dagegen kämpfen. Kann ich immer schön fliehen. So, aber wo ist diese Oase? Ich weiß nicht, ich war noch nicht. Say your prayers! I won't go so easy on you next time. Ich würde sagen, wir besiegen den und dann spiele ich es so. Das will ich. Ich möchte diese hässlichen Wege nicht zeigen. Es sind zu viele Kämpfe da einfach dazwischen. Das ist langweilig. Ich zeige euch nur die coolen Sachen. Deshalb, ich suche jetzt die Oase. Bis gleich. Okay, die Oase ist unser Spawnpunkt. Wir machen jetzt noch hier diesen ein Ding nach unten, dann sind wir da. Eine Karte nach unten. Yay, yay, yay. Oh, der Weg ist ja länger als ich dachte. Ja, ich hätte echt gerne einen Monster mir geholt. I'll be right back. Da gibt es ja diese Elite Quals. Und dort kriegt man auch das Item nochmal zu allerletzt. Sonst hätte man es gegen Simo holen müssen. Oder gegen Geos. Wie der heißt. Dieser hässliche. Ekelhafter Fisch. So. Jetzt mal aber kein Gegner. Ich hab mir überlegt, vielleicht. Bis ich da oben ankomme. Andererseits. Gehört es auch jetzt zu der Suche dazu. Könnt ihr eigentlich mit mir leiden. So. Wie viele Bücher kann ich jetzt eigentlich rüber? Keine Ahnung. Das Ding haben wir tatsächlich schon. Hier müsste jetzt die Oase sein. Oase, genau. Und der Kaktor müsste jetzt da sein. Ja, hallo. Tom holt täglich Wasser. Er ist träge und wird deswegen öfters von seinen Freunden zurückgelassen. Er ist lahm. Auch wenn es aussieht, als würden sie nur spielen, sind die Wächter Krieger eines stolzen Volkes. Sind sie nicht kriegslustig, doch wenn man sie sich von hinten überrascht, erwidern sie die Begegnung im Kampf. Wächter Regel 2. Wenn sie den Annäherungsversuchen auf die Schliche kommen, sind sie enttäuscht und suchen schleunigst das Weite. Wächter Regel 3. Gelingt es, sich unbemerkt hinter dem Rücken eines Wächters heranzubringen, kann der Kampf eröffnet werden. Und der hier ist eigentlich noch ganz leicht. Wow. Ganz easy die Einsammlung. Alter. Jetzt geht er mir langsam auf die Nerven. Das ist ein ganz einfacher Kaktor, der sieht gerade hier komplett aus. Vielleicht noch was. Okay, den haben wir. Ah, man sieht doch Stachelmüll. Das ist ja richtig mies. So, und jetzt einmal den Spheroid von Tom.
Wenn es nicht gelingt, sich unbemerkt den Wächtern zu nähern, erhält man ein Sphäriden des Verlierers. Wenn es gelingt, sich unbemerkt von ihnen anzustechen, erhält man ein Sphäriden mit dem Namen des jeweiligen Wächters. Sammelt man genug Sphären mit Namen, erhält man im Land der Kaktoren ein Geschenk. Man kann die jetzt auch wieder verlieren, aber trotzdem würde sich das Land der Kaktoren aber öffnen, sobald man 10 hat. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo verstecken die sich, die kleinen Würmerchen? Die Frage ist, da bin ich jetzt auch noch gefragt. Ich weiß, wo manche sind. Beziehungsweise, fällt gerade einer kein. Er tötet ihn. Genau deswegen bin ich im Walker anstatt ihn. Damit genauso was nicht passiert. Ärgerlich. So, wo bist du? I'll be right back! Ja, ja, ja. Können die. So easy on you next time. Am Ende. Müsst ihr dann da vorne jetzt sein? Vielleicht da vorne bei dieser Säule. Ich hoffe es. Live and let live! Jetzt wäre ich sehr traurig. Aber. Halt jetzt eine ewige Suche. Okay, den haben wir zumindest. Sein, hier muss Frieden sein.
Seil. Und den Mann. Noch Gimari. See ya! So, sein Wurm habe ich immer noch keine 10. Das da vorne ist doch dieses Preis nach das Schild, oder? Oder ist das das Schild im Seil? Danke. Rechts schwache, links starke Monster. Das ist ja jetzt echt scheiße, weil es jetzt. I'll be right back! Kann man noch länger dauern, als ich dachte, nee, schon. Aber hier ist dieses Tal, glaube ich. Hier ist doch schon mal ein Tal. Hier muss doch hier schon mal der eine Kaktus sein. Oder Ruin. Oder das hier Bildschirm 3. Ich habe meinen Bildschirm hinter mir und meinen Fernseher. Wo bist du, Kleiner? Du musst dich doch hier irgendwo versteckt haben. Hier sind Ruinen auf jeden Fall. Nicht genügen, weil bei dem Elfen steht ein. Scratch. Ich find's schön, dass ich keinen See, keinen Kaktor hier in diesem Tal. Und das nervt mich. A winning streak! Das ging jetzt richtig schnell. Wobei der kleine Vogeltöter. Vielleicht hier drinnen versteckt. So, jetzt meine letzte Möglichkeit. Also, da habe ich keine Ahnung. Finde ich halt echt kacke. Da sollen sie einfach so fünf Fixpunkte nehmen. Einer hier, einer dort, einer da. Fertig dann. Aber nicht so ein 100 Millionen. So, nee, das ist so bei diesem Spiel einfach so. Ja! Das Unterziehen. Sandboom haben wir jetzt 10. Und dieser Rüstung. Da hinten liegt irgendwas. Ein Buch, was ich übersehen habe. Geil. Hätte jetzt natürlich auch noch gerne den Kaktus. Na, schon müde. Die Bücher haben wir jetzt bald alle. Die zwei aus dem Heim, die hole ich jetzt.
fast alle. Okay. Westlicher Teil. Da vorne steht der blöde Mann. Westlicher Teil. Jetzt nicht vorbei. Ist das etwa nicht so, wie ich das vorstelle? Meine Vorstellung ist mehr Kakao, weniger Sand. Weitaus weniger sein wird. Weniger von dem blöden Mann da. Muss ich denn immer die Dinge abnehmen? I'll be right back! Okay, hier kann ich nicht runter, trotz des Steins. Was das ist. Nur minimal. Ja, haben wir genug. Umso besser. Telefonport. Verrückt, das ist doch mal geil. Das hat sich jetzt mal gelohnt. Ich jetzt noch einfach. Also für Telefonsphäroiden würde ich das gerne machen. Und dann kann ich mich schön darin drin rumteleportieren an Stellen, wo ich mir nicht mache. Und das hier wird dann eben wieder voll ist, wie wenn ich jetzt an der M4-Grenze hänge zum Beispiel. Aber er wird wahrscheinlich nur so einsetzt sein, weil hier wahrscheinlich Schrott drin. Und Schrott ist scheiße. Ja. Ein Elixier. Brauche ich jetzt nicht wirklich. Zu Stein. Beziehungsweise wird diese Kartoffeln sein. Oh yeah! Ach, Ochs am Berg heißt das. Ochs am Berg, jetzt weiß ich's wieder. Gab's sogar bei One Piece, meine ich sogar, im Anime. Ist kein Faktor deswegen. I'll be right back. Ist auch kein böser Vogel. Also, kleiner Vogel. Aber wir brauchen den ekelhaften Vogel. Eins soll... Klasse Schrift sind 20% Werbetafel. Auch diese Werbetafel habe ich mir aber aufgeschrieben. Das Preisnachlassschild. Ich habe mir aufgeschrieben, Preisnachlassschild. Aber ich sehe. That won't go so easy on you next time. Oder muss ich das tatsächlich in dieser Reihenfolge machen? Ist das das Rätselslösung? Hier waren wir noch gar nicht. Nein. Hier haben wir auch kein Buch gefunden. Das sieht nur ein bisschen so aus. Okay. I'll be right back! Nö, hier ist keine Abkürzung.
zieht sich jetzt nur minimal wie Kaugummi aus. Nein. Ach, sollte es auch besser euch gehen wie hier, ne? Mit den 200 Blitzschlägen habe ich schon gewonnen. Ohne euch. Da wart ihr nicht dabei. Ich habe immer so 20 Treffer. Ich mache am Ende umsonst. Am Ende umsonst Heldentum. Yeah! Wahrscheinlich schneller, wie wenn ich es nicht mache. Okay, zwei Wächter sollen zusammen. Go so easy on you next time. Kakte, kakte. Aber wenn das andere die 4 war, ist das jetzt hier die 3? Dann müssen wir jetzt erstmal zu. I'll be right back. Wenn ich es dann nicht finde, dann werde ich halt gucken. Zu sehr foltern. Ein bisschen, ja, ihr müsst genauso mit mir leiden, wie ich leide. Aber jetzt hier so kämpfen gleich. Nichts mehr davon haben, außer gegen den Monkey-Vogel. Ist live and let live! Scheiße. Kann ich verstehen. Kann ich nichts machen. Raststätte in der Nähe oder irgend sowas. Heim. Schweineheim. Irgendwas mit Heim. Das müsste eigentlich jetzt hier schon zwei sein. I won't go so easy on you next time! Jetzt einfach hier lang laufen und so lang, bis jemand kommt, so hast du ja das Problem. Es kann ja so einer kommen, es kann so einer kommen. Es kann sich alle nerven, es kann sich keiner nerven, es kann sich alles nerven. I'll be right back! So, mein Freund. Da ist der Speicherbild ruhig, aber wo ist das Monster? Okay. So, ein Gun. Ich hoffe, dass ich gerade bekommen habe von meiner Community, weil ich angefragt habe über Twitter. Da kann der P auf Twitter natürlich auch ihr gerne reinschauen. Und schauen, was ich schreibe, mit mir kommunizieren, untereinander kommunizieren. Meine Community, wir sind alle Freunde. Manche von euch kenne ich ja auch persönlich. Nicht alle, ich habe aber nicht viele Leute dafür. Umso schöner der da ist. Ja, was habe ich falsch gemacht? Du musst diesen verflixten Stein in dich, der blöde Monster, da reinmachen. Beziehungsweise in diesen Stein, weil es dann sonst nicht weiter geht. Der Herr Titus kann nämlich nur einen Stein tragen. Er hat eine zweite Hand, die er niemals benutzt. Diese Hand ist sinnlos. Und dann dürfen wir wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Das ist einfach schrecklich. Ja. 9 starke Wächter kontrollieren den Sand. Lovivia macht einen Umweg fort für eine Weile. Und
jetzt gehen wir an diese eine Stelle, wo ich schon war. Es ist I will go so easy on you next time. Und es ist tatsächlich dieser verdammte Umweg, dieser kleine Weg, wo es zu diesem Steinmonument geht, wo, glaube ich, mal eine Kiste oder irgendwas lag da mal. Aber genau an dieser Stelle soll der sein. Heißt für mich, ich war schon da. Piece of cake. Und dann darf ich tatsächlich wieder hier hinlaufen, wieder diesen Stein da reinmachen, um dann wieder zurückzulaufen an Bildschirm 3 und dort den nächsten Charakter zu besiegen. Es ist einfach schrecklich. Warum quält uns das Spiel nur so? Warum quält es uns nur so? So, rutschen. Weil ich hab nämlich was gesagt. Bekommen von einem Lieben von euch. Soll der Weg sein. Eine kleine Anime-Pube. Richtig geil. Voll lieb, voll danke. No time to waste. Let's go. Freue ich mich. Hast du kleine Geschenke, da freue ich mich mehr wie über Geld oder irgend sowas. Mit Geld kann man nichts anfangen, Leute. Die Hälfte davon wird eh versteuert und die andere Hälfte ist sowieso immer direkt weg. Nein, also so. Ich freue mich über jede Kleinigkeit. So schick. Jetzt ist halt eine 3-Packung Lace-Chips geschenkt mir. Das war auch voll geil. Sagt er so: Ich weiß, du magst Chips. Ja, hab ich was für dich. Hab ich so 3-Packungen und so. Oh, da hab ich mich so gefreut, weil ich liebe einfach Chips. Piece of cake! So. Und jetzt müsste das gleich kommen. Ich habe nämlich gerade mein Guide auch rausgeholt, damit ich gucken kann, wo das nächste ist. Es war ein Bildschirm weiter. Wo wir aber noch nicht hinkommen, wenn wir erst den ganzen Weg zurücklaufen müssen, bevor wir da hinkommen. Und da ist er ja. Lovibia findet seinen lahmen Freund ziemlich nervig, ein Halbstarker. 13 Sekunden, okay. Nein! Die Zeit ist abgelaufen! Och, was ein Mist. Ja, aber wenn die sich jetzt umdrehen, wie soll ich das machen? Oh, ich habe mich minimal bewegt. Ja, weil ich als auf die Zeit gucke und dann sehe, ich habe keine Zeit. Das wäre des Verlierers halt. Nein! So easy on you next time. Ist doch kacke. Also, das kann schon mal nicht mehr alle kriegen, aber ist mir auch egal. Acht Sphärenoiden geben Freund Sphärenoiden. Oh yeah! Sechs Stücken Feinde sind jetzt hier. Bei 10 Sätzen nehme ich hier. Heißt es. Eigentlich wurscht, ich könnte euch alle aufhören. No time to waste. Let's go. Ich bin einfach nur froh, wenn das vorbei ist. Das ist so mega nervig, das dauert so lange.
Monty. Ich glaube, ein Rauschen. Und zwei Kaktoren. Das wäre halt jetzt gut gewesen, der Kaktor. Ich brauche nämlich noch zwei Stück, die ich ein bisschen anschlitzen. That will go so easy on you next time. So, diesmal lasse ich euch im Weg drin. Weil wir haben ja jetzt gerade sowas wie Story, sowas wie der Weg, den wir jetzt laufen müssen. Aber dieses... Live and let live! Hätte ich das doch mal schon gewusst. Aber nein, ich muss ja erst weiterspielen. Das Spiel hat mich so gefasst und musste ja suchten, suchten, suchten. Dann war es einfach zu spät. Große Zahl. Heißt, jetzt müssen wir, glaube ich, zum Preis. Da ist er! Ja, da ist er! Das freut mich. Wir down. Farewell. Jawohl! Auch von denen haben wir 10 Zeit. Uns fehlen hier jetzt nur noch Kaktus. Keine zwei Stunden. Ich glaube, ein oder zwei. Ciao, kleiner Mann da hinten. Ciao. Du bist doch so mega nervig. I won't go so easy on you next time. Jetzt muss man natürlich schauen, dass wir besser es machen und versuchen uns so ein bisschen von hinten reinzuschleichen. So, wir können uns jetzt eigentlich auf den Speicherpunkt konzentrieren, weil da müssen wir hin drauf. Ja, Controller. Ja, ein bisschen. Jo, jetzt geht's wieder. Ja, manchmal hackt er aber auch ganz schön. Crucifix. I won't go so easy on you next time. Ja, brauche ich auch nicht mehr. Ich brauche nur noch Kaktor. Hier müsste er sein. Oh, wenn das hier, wenn der wenigstens mal anständig laufen würde, aber stoppt ja als. Ja! Ja, wir haben die auch voll. Geil. Ich suche